Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich weiß, dass viele von euch lange drauf gewartet haben. Endlich gibt's wieder neue Amazon-Perücken. Und zwar habe ich mir zwei wunderschöne, günstige Amazon-Lacefront-Perücken bestellt. Und die werden wir jetzt mal zusammen anprobieren. Ich werde aus diesem Video zwei Teile machen, jeweils für eine Perücke ein Video, weil sonst wird das ein bisschen zu lang gehen, weil ich möchte auch zeigen, wie ich die ganze Perücke so zurecht mache, dass sie auch möglichst natürlich aussieht. Deshalb ist das hier das Video für die erste Perücke. Sobald die zweite Perücke auch online ist, wird sie unten verlinkt und ich blende hier auch euch so eine Infocard ein. Da kommt ihr dann direkt zu dem Video. Ich würde sagen, wir packen jetzt die erste Perücke aus und gucken uns sie mal an. Die Auswahl fiel mir wirklich super, super schwer, weil Amazon hat auch so viele Perücken. Manche sind echt Schrott. Ich hatte aber auch schon viel Glück mit Amazon-Perücken. Und bei mir ist immer so, ich achte immer sehr auf die Bewertung. Also ich muss sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass man sich gerade bei Perücken auf jeden Fall auf die Bewertung verlassen kann. Oft werden da ja auch Kundenfotos hochgeladen und die gucke ich mir dann immer ganz genau vorher an. Und wenn mir das dann zusagt, ist das eine Perücke, die für mich in Frage kommt. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich eher auf natürliche Perücken stehe. Ich habe ja nur eine bunte, diese rosane von Wish, die ich auch über alles liebe, wo ich auch sagen muss, dass die von der Qualität vom Lace den natürlichsten Ansatz hat von allen Perücken, die ich bisher hatte. Aber ich bin halt eher jemand so dunkelblond, ombre, braun. Das sind halt eigentlich so meine Farben. Aber diesmal ist auch eine bunte Perücke dabei und die gucken wir uns jetzt auch direkt an. Beide Perücken haben unter 40 Euro gekostet. Das ist ja wirklich ein super Preis, sollte die Perücke jetzt gut sein. Gerade für eine Lacefront-Perücke. Das ist die erste. Und die Marke, die ist, glaube ich, wenn man sich ein bisschen mit Amazon-Perücken auskennt, nicht unbekannt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Xivaya, glaube ich. Also so würde ich es jetzt mit meinem deutschen Wortschatz aussprechen. Die Perücke an sich kostet 34,47 €. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, was mit dem Versand ist, weil ich Amazon Prime nutze und ich kriege halt gratis Versand. Ich habe nicht lange warten müssen, trotz den ganzen Corona-Zeug. Manche Prime-Sachen kommen ja trotzdem später an. Ich glaube, die waren nach zwei Tagen bei mir. Gab überhaupt keine Probleme. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in die Tüte rein. Ich würde lügen, wenn ich gesagt hätte, ich hätte noch nicht nach der Farbe geguckt. Die Farbe ist super schön. Hier ist ein Tütchen. Ein ziemlich großes Tütchen für so eine kleine Perücke. Und ich glaube, das Licht ist jetzt ein bisschen komisch. Man kann die Farbe schon ganz gut erkennen. Hier sind auch wieder zwei Wig Caps dabei. Finde ich auch ganz cool. Machen wir mal auf. Das sind halt diese Standarddinger, die sind fast überall dabei, sind zwei Stück. Hier ist noch so ein Zettelchen von wegen, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook. Please share photos or videos to your social media. If you like our products, we will offer you some coupons. Welcome to join us to build our brand better. Ja, da kriegt man dann auf Instagram 2 Dollar, Facebook 2 Dollar und YouTube 3 Dollar. Und ja. Einfach halt sowas dabei. Und dann holen wir mal die Perücke raus. So ist das. Das ist eine etwas kürzere Perücke. Also das ist so ein, sag ich mal, Long Bob ist das. Mit dunklen Roots und in die Längen halt so ein Altrosa. Eine super schöne Farbe. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Ich finde immer schwierig. Ich muss sagen, ich habe einen schwarzen Bob. Der war einfach zu dick. Und das sah einfach super unnatürlich aus. Hier habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das so ist. Aber die Farbe gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja, wie sieht das Lace aus? Ja, ganz in Ordnung. Also die Knoten sind jetzt nicht gebleached. Zum Beispiel habe ich das bei meiner rosa Nanush-Perücke. Da sind die Knoten, wo die Haare halt drauf sind, auch gebleached in Hautfarbe und man sieht deshalb gar keine Punkte. Die wird man hier sehen, aber wenn man ein bisschen mit Concealer arbeitet, kriegt man das auch weg. Das werden wir natürlich auch gleich mal machen. Die Haare fühlen sich super, super gut an. Total weich. Glänzt jetzt nicht übermäßig stark, muss ich sagen. An sich finde ich, sieht die Farbe sehr natürlich aus. Der Übergang ist total sauber gearbeitet, halt auch strähnig. Die Haare sind dick genug, man wird jetzt nicht irgendwie im Hinterkopf das Lace sehen. So macht die Perücke erstmal einen guten Eindruck. Ich werde jetzt mal gucken, ob die ein paar Haare verliert und werde einfach mal durchkämmen. Boah, super weich, seht ihr. Und ja. Ich muss sagen, macht einen sehr guten Eindruck fürs erste Mal. 1, 2 Härchen. Ne, mehr kommt auch nicht runter. Und das ist fürs erste Mal echt ganz gut.
Ja, ich bin gleich gespannt, wie die fällt. Ich habe auch nur eine kurze Perücke, einen schwarzen Bob, obwohl ich Bob total gern mag. Ich will bald mal gucken, ob ich so einen blonden, wirklich so einen richtig platinblonden Bob finde. Da tue ich mir ein bisschen schwer. Habe ich jetzt noch nicht so welche gefunden, die mich direkt überzeugt haben. Aber mal gucken. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt mal mein Haarnetz auf und dann sehen wir uns wieder. So, ich bin zurück mit meiner schicken Kopfbedeckung. Bei so Kurzhaarperücken ist es immer ganz wichtig, dass die Haare wirklich eng am Kopf anliegen. Weil desto länger die Haare sind, desto mehr kann man irgendwie vertuschen, wenn hier irgendwie noch so ein Knubbel ist vom Zopf oder so. Aber bei so kürzeren Haaren kann das dann mal ganz schnell komisch aussehen. Ich mache das immer so, ich mache mir ganz tiefen Zopf und klappe den dann quasi nach oben und setze dann die Kappe auf. Aber mein Naturhaar ist natürlich auch nicht so lang. Wenn ihr jetzt total lange Haare habt, würde ich euch empfehlen, die Haare wirklich eng am Kopf zu flechten und dann halt auch hochzuklappen. Bevor ich die Perücke aufsetze, gucken wir uns einmal an, wie die Perücke befestigt wird. Das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich. Das ist aber auch ganz standardgemäß. Es gibt an den Seiten zwei Klammern oben auf dem Kopf, also hier ungefähr, und hinten diese zwei Gummibänder zum Einhaken. Wenn ihr jetzt ganz neu seid und absolut keinen Plan habt von Perücken, ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung ein Video, wo ich alles ganz genau erkläre. Also was es mit den Klammern auf sich hat, wie man eine Perücke aufzieht, wie man sie festmacht, wie man sie natürlich wirken lässt. Das hier wird jetzt ja wirklich nur so ein kleiner Test. Natürlich kriegt ihr ein bisschen Einblick, aber ein richtiges Video, wo ich alles von vorne bis hinten erkläre, ist nochmal unten verlinkt. So, und jetzt bin ich mal echt gespannt. Mir wurde immer oft gesagt, rosa steht mir sehr gut, also zumindest bei der Wish-Perücke. Und ich bin mal gespannt, wie die Passform ist von der Perücke. Ich persönlich bin kein Fan davon, wenn hier diese Clips sind, weil ich finde, oft drückt es, auch wenn die Perücke gut sitzt. Aber dann mache ich den einfach nicht fest, ich hake es dann einfach nicht ein, sondern es reicht meistens, wenn man die beiden Klammern befestigt und hinten das Gummiband. So, dann gucken wir mal. So. Boah, die fällt wirklich richtig schön. Das sehe ich jetzt schon. Was denkt ihr? Ich habe die jetzt einfach beim ersten Mal aufgezogen und ich finde, die sitzt richtig geil. Oh mein Gott. Das ist mega nice. Also ich habe jetzt euch gar nicht auf Aufnahme gezeigt, wie der Ansatz aussieht, aber das können wir jetzt mal eben machen. Machen wir einmal so ein Vorher-Nachher gleich, wenn ich sie fertig gestylt habe, wie das Ganze aussieht. So, hier könnt ihr einmal den Ansatz euch angucken. Also es sieht sehr gut aus eigentlich. Die Knoten sind halt nicht gebleached. Aber das kriegt man meiner Meinung nach gut mit Concealer hin. So, dann ziehe ich das gute Ding mal wieder ab und schneide mal das Lace zu. Ich zeige euch gleich, wie weit ich das zugeschnitten habe. Wenn ihr davon eine detaillierte Aufnahme wollt, schaut wie gesagt in das Video unten. Soweit habe ich das Lace jetzt zugeschnitten. Seht ihr das ungefähr? Man muss die Perücke auf jeden Fall nicht kleben, das habe ich gerade schon gesehen. Ich habe das erstmal relativ grob gemacht. Ich schneide manchmal noch was am Kopf danach, wenn ich hinterher was sehe. Aber ich denke, so ist das auf jeden Fall erstmal vollkommen in Ordnung. Passform ist gut. Gummiband ist ein bisschen eng. Muss man testen, muss man sonst abmachen. Hält auch nur mit den Haken, kann ich aus Erfahrung sagen. Also ja, sie ist etwas enger. So. Ach so, jetzt habe ich hier ein paar Haare verloren. Das sind die vom Ansatz, ne, nicht erschrecken jetzt. Die habe ich jetzt gerade nicht abgezogen, weil ich habe das Lace sehr kurz geschnitten. Das ist normal, dass da Haare flöten gehen, aber die Perücke hat so viele. Ziehe ich nochmal hier, kommen schon noch ein paar. Yes. An sich verliert die Perücke keine Haare, keine Sorge. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, das ist eine Perücke, an der muss man nicht viel machen. Die sitzt schon mal hier ganz gut. Das Gute ist, ich habe auch dunkle Haare. Und deshalb kann ich meinen Haaransatz ein bisschen einarbeiten. Ihr seht das schon, meine Babyhärchen gucken jetzt hier ein bisschen raus. So, ich habe jetzt hier nur eine Pinzette. Ganz normal, mit der ich jetzt so ein bisschen meine Haare rausziehen werde. Aber wirklich nur minimal, weil bei mir werden die auch blond. Und dann sieht man natürlich einen Unterschied. Ich mache es wirklich nur so ein bisschen. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Concealer und so einen angeschrägten Augenbrauenpinsel. Der klappt dafür eigentlich ganz gut. Nehme so ein bisschen Concealer hier drauf. Natürlich nur ganz wenig Concealer. Ich gehe da dann auch immer noch ein bisschen mit Loose Powder gleich drüber. Das macht auch immer einen guten Effekt.
So wird der Ansatz auch ein bisschen breiter. Das sieht dann direkt ein bisschen natürlicher aus. Gucken, wenn das in die Haare gekommen ist, einfach mit dem Finger mal so ein bisschen drüber. So, wo ich gerade an meinem Schminktisch war, bin ich auf eine Idee gekommen, und zwar Augenbrauengel in dunkelbraun, einfach mal vorne drauf. Mal gucken, wie das ist. Ob das klappt. Könnte, muss aber nicht. Macht das halt ein bisschen dunkler. Aber ich finde, im Gegensatz sieht die Seite auf jeden Fall die besser aus. Ich glaube, das mache ich jetzt so. Das Ding ist, ihr müsst immer dran denken, wer kommt euch denn so nah, weißt du? Und selbst wenn, ich bin so jemand, ich stehe dazu, dass ich Perücken trage und mich huckt das auch nicht, wenn das einer sieht. Hauptsache, das sieht gut aus. Jetzt habe ich hier einen Pinsel mit weißem Loose Powder und gehe hier drüber. Wirklich grob. Bis nach vorne. So, und dann reiben. So, ich finde, das sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus. Mehr würde ich auch gar nicht machen. Desto mehr man drauf klatscht, desto mehr sieht man das natürlich auch. Also, ich muss sagen, ich finde die Perücke super, super schön. Ich mag einfach total, wie sie fällt. Also, ich muss sagen, für das Geld ist das auf jeden Fall ein richtiger Erfolg. Was meint ihr? Gefällt euch die Perücke? Die Perücke ist, wie gesagt, selbstverständlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und vergesst nicht, dass ich noch eine andere Perücke teste. Schaut da auch mal vorbei. Und auch diese wird natürlich nicht die letzte Perücke sein. Deshalb, wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf weitere Perückentests habt, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Außerdem schaut doch mal bei mir auf Instagram und auf TikTok vorbei. Da seht ihr auch ganz viele Videos mit Perücken, mit allen möglichen Perücken. Ich habe ja so viele Finn und natürlich auch ganz schicke Bilder und Videos. Unten ist auch noch ein Link zu meiner Video-Playlist extra für Perücken. Da kommen immer alle Perücken-Videos rein, die ich je gemacht habe. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.